Ich bin nur reiner Geist. Grenzen und körperlos. Ich bin nur ein Bild, eine Figur, eine Traumfigur. Schau dahinter. Schau die Unschuld. Das alles bist auch du. Du schaust dich nur selber. Ich bin nur gekommen, um dich zu erinnern. Um mich selbst zu erinnern, was ich in Wahrheit bin. Reiner Geist. So heilig, so unschuldig, so rein und sündenlos. Gott ist nicht grausam. Das, was ich hier als grausam wahrnehme, ist in meinem Ego-Wahn. Und das muss ich korrigieren. Und das nicht mehr für wahr halten. Wieder weise ich auf das Textbuch hin, Kapitel 13, die Einleitung. Bereit sein, wirklich diesen Wahnsinn aufzugeben und mich für eine schuldlose Welt zu entscheiden. Den Traum der Vergebung anzunehmen und auszudehnen. Gottes Wille geschehe. Nur Ausdehnung seines Willens zu sein, der auch meiner ist. In Gelassenheit und vollkommenem Frieden. In Leichtigkeit und Freude. In Einfachheit und Natürlichkeit. Es ist wirklich grausam, wie sehr ich diese Welt wahr machen will, wie sehr ich diesen Körper wahr machen will, wie stark dieses Suchtprogramm ist, wie sehr ich leiden will. Wie sehr ich dieses Schwanken will, diese Unruhe, diese Unbeständigkeit. Nur so halbherzig bereitwillig zu sein, und das funktioniert halt nicht. Das funktioniert nicht. Und das weißt du ganz genau. Ich verarsche mich immer nur selbst. Also möge ich mich wirklich in Gottes Hände begeben. Ich befehle meinen Geist in Gottes Hände. Ich will das Reich Gottes durch mich erfahren. Ich will, dass Gott für mich an erster Stelle steht.
und dafür alles zu tun, alles zu geben. Ich bin reiner Geist. Reiner, liebender, heilender Geist. Und nichts weiter. Da ist die Ausdehnung. Da ist der Wille Gottes. Und sich nur dem hinzugeben. Meine Rolle in Gottes Heilsplan, so gut es eben hier in diesem scheinbaren Traum geht, zu akzeptieren. Ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan akzeptieren. Ich bin bereit. Weil ich Frieden in mir erfahren will. Und mir nicht weiter im Weg stehen will. Wenn ich reiner Geist bin, kann ich kein Körper sein. Ich bin außerhalb von Zeit und Raum, außerhalb von diesem Körper und dennoch voll da als der eine Geist. Ich bin zwar in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Ich bin mächtiger Geist. Im Geiste Gottes, unendliche Ausdehnung, über all das hier hinweg, das gesamte Universum. Das ist die totale Ausdehnung, noch viel mehr. Ich kann es mir ja gar nicht vorstellen. Ich kann das nicht mehr kontrollieren. Ich bevorzuge lieber, mich mit der Schuld zu beschäftigen, als in die Ausdehnung zu gehen. Weil das kenne ich. Also mich lieber mit der Kleinheit zu beschäftigen, mit diesem ganzen Ego-Wahn. Hey, du bist einfach nur Liebe. Komm mit mir in deine wahre Größe. In die Freude. In das wahre Lachen. In das Leuchten und Strahlen, ins Licht. Wovon fürchtest du dich? Wir gehen doch sowieso alle gemeinsam. So oder so. Ich mache es mir durch meine Abwehr nur schwer. Das ist meine Kreuzigung, diese Abwehr. Barmherzig sein. Sei barmherzig mit dir und all den scheinbaren Brüdern, die alle du sind. Also höre auf Gottes Wort.
Du hörst es doch. Bevorzuge nicht mehr die Ignoranz oder Arroganz. Dieses, ich will aber an erster Stelle sein. Dieses, wie soll ich sagen, da fehlen mir schon fast die Worte, weil es so wahnsinnig ist und ich dem eigentlich gar keine Bedeutung mehr geben möchte. Es ist wirklich Wahnsinn. Und ich will dem nicht mehr mit Bestürzung oder Irritation begegnen, sondern mit einer Klarheit und Deutlichkeit. Und Gottes Wort eben, Gottes Willen, dem reinen Geist. Durch meine Ruhe und Beständigkeit. Wir gehen jetzt zusammen in die Lektion rein. 5 Minuten. Ich lese den ersten Teil und dann sind wir still. Dann lese ich den zweiten Teil und sind wieder still. So wie es uns die Einleitung sagt zu den Wiederholungen. Mögen wir uns daran halten. So gut wir es eben können. Ich bin reiner Geist. Ich bin Gottes Sohn. Kein Körper kann meinen Geist enthalten. Und mir Grenzen auferlegen, die Gott nicht erschaffen hat. Ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan akzeptieren.
Was kann meine Funktion sein, außer das Wort Gottes anzunehmen? Der mich als das schuf, was ich bin und ewig bleibe. Ich bin reiner Geist und ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan akzeptieren. Und bitte um Hilfe, damit dies geschehe und ich meinen urteilenden Geist, diesen wahnsinnigen Geist, wirklich fahren lasse. Nur das ist ja meine Blockade vor Gott. Diese angstbasierte Blockade, gestrickt aus Schuldgefühlen und Urteilen, Bilder machen und Geschichten. Und das muss ich vergehen lassen. Es geht nur um diesen jetzigen Moment und um nichts anderes. Gott ist jetzt. Wir sind jetzt als der eine reine Geist, als das eine Selbst. Das ist verrückt, dass wir das immer wieder vergessen. Uns immer wieder noch in den Schmerz schmeißen. Verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin verrückt. Und das nicht mehr. Jetzt komme ich wieder auf meinen Weg, auf den wahren Weg, geradewegs zu Gott. Und da bleibe ich.
weil da bin ich sowieso. Alles andere ist nur Irrtum. Ist einfach nicht wahr. Das ist immer wieder nur meine eigene alte Hölle, die dann da immer angeflattert kommt. Und ich lasse mich immer wieder noch verführen. Nein. Ich bin reiner Geist und ich will meine Rolle in Gottes Heilsplan akzeptieren. Und auf sein Wort hören. Und das ist das, was Sühne annehmen ist. Nur Gottes Wort. Da kann es keine Schuld, keine Sünde mehr geben. Diesen alten Glauben aufzugeben. Ich bin so sicher in Gott, so umhüllt und durchspült, gereinigt von seiner Liebe. Sieh deine eigene Reinheit. Du bist reiner Geist, unschuldig. Einfach ewig in der Ausdehnung. Grenzenlos. Nichts weiter. Und das genieße, das sei. Freu dich daran. Freu dich daran, einfach nur Gottes Gaben zu geben. Nur dafür bist du da. Das ist deine Rolle, das ist deine Funktion. Richte dich nur dafür aus, Gottes Gaben zu geben. Das ist Barmherzigkeit. Ich empfange Gottes Gnade in aller Demut durch mein Zurücktreten und Öffnen meines Herzens, meinen reinen Geistes über all das hier hinaus, was für ein Geschenk. Und dieses Geschenk so offensichtlich werden lassen, das berührt. Lass dich berühren von deiner eigenen Herrlichkeit und Heiligkeit. Von deiner eigenen Reinheit und Schönheit. Von deiner eigenen Vollkommenheit und Vollständigkeit. Das ist das, was Gott ist, was du bist. Was wir alle sind, vereint im einen reinen Geist. Pure Liebe. Wahrer Frieden. Echte Freude. Da ist nur Liebe. Da ist nur Liebe.
einzig Liebe. Sieh doch diesen gütigen, lächelnden Geist. So liebenswert und liebevoll. Und das bist du selbst. Meine Liebe. Danke. Wieder für diese Zartheit und Sanftheit. Es ist Aufweichen. Dieses Aufgeben, dieses Loslassen von diesem ganzen Unwahren. Und jetzt einfach in diesem einen Moment zu sein. In Gottes Liebe baden. Sich reinigen zu lassen. Und Gott selbst wird alle Tränen abwischen. Deine reinigenden Tränen. Ich bin es selbst. Ich wische mir selbst die Tränen ab. Ich bin ja ein Gott. Gott ist mir so nah. So nah.
Ich segne dich, mein lieber Bruder. Mit all der Liebe Gottes, die dein eigen ist. Die mein ist, die dein ist. Danke, danke. Da ist nur Liebe. Sag ich doch. Bis gleich, meine Liebe.